Viel Spaß mit den Sondersendungen vom Jura-Volksfest wünscht das Neumarkter Wochenblatt. Nur wir sind von hier. Herzlich willkommen zu unserer ersten Sondersendung vom Neumarkter Jura-Volksfest 2018. Der alte Spruch, die Letzten werden die Ersten sein, gilt zumindest hier auf dem Festplatz nicht. Hier sind die Ersten auch wirklich die Ersten. Denn obwohl der Anstich erst am Freitagabend erfolgte, gibt es den ein oder anderen, der vormittags schon sozusagen vorglühte, in freudiger Erwartung auf die fünfte Jahreszeit. Die ersten, die vorglühten, waren allerdings nicht die Stammgäste, sondern die unzähligen Haxen, Enten und Händel, die schon seit dem Morgen vor sich hinbrutzelten, während an der ein oder anderen Stelle noch gewerkelt wurde. Und wie es die Tradition verlangt, trudelten dann die ersten Gäste schon lange vor dem offiziellen Bieranstich in der Halle ein. Die ersten Besucher, die dann kommen am ersten Eröffnungstag in der Mittagszeit, sind natürlich Leute, die dann schon drauf warten, wirklich drauf warten auf die ersten Hähnchen, auf die ersten Haxen, auf die ersten Enten. Die wohnen, haben jetzt Reservierungen mit sehr vielen Enten. Die freuen sich natürlich drauf auf die Volksfestzeit, fünfte Jahreszeit, Neumarkt. Und da kennt man natürlich seine Kunden schon, die wo dann da sind, die wo dann schauen. Da gibt es auch viele Rentner, die dann viel schon spazieren laufen und alles anschauen, ob alles in Ordnung ist, ob sich was verändert hat. Verändert hat sich, zumindest an der Stimmung, nichts in den letzten Jahren. Die war wie immer fröhlich und entspannt. Vorgeglüht wurde auch nur mit Bier, leckerem Essen und das erste Mal seit Tagen nicht mehr mit den heißen Temperaturen. Feiern und laute Musik stehen bei den Besuchern am Freitagvormittag allerdings nicht an erster Stelle. Das gute Essen, die netten Leute, die Geselligkeit schon. Also das Besondere ist einfach hier schon, sich mit Leuten zu treffen, die man kennt, dass man schon jetzt ein Bier trinken kann, in Ruhe, dass noch nicht so viel los ist und einen guten Start schon mal hat hier. Es ist noch alles ruhig, man versteht sein eigenes Wort noch. Wo man sich mit den Freunden in entspannter Atmosphäre treffen kann und sich auf den Beginn des Volksfestes freuen. Ja, weil es da noch richtig gemütlich ist, man kann sich schön unterhalten. Kann was Schönes essen, darum wird man ja schön bedient. So wurde sich also auch heuer wieder bei bestem Essen, kühlem Bier und guter Stimmung auf die folgenden 10 Tage Jura-Volksfest eingestimmt. Man schwört sich gemeinsam ein auf die kommenden 10 Tage, die natürlich wahnsinnig anstrengend sind. Und man soll es nicht glauben, aber es mag so den einen oder anderen geben, der hat die 10 Tage auch voll genutzt. Es gibt aber sogar Menschen, die noch früher einen Vorgeschmack aufs Volksfest bekommen haben, als die Feiernden, die sie gerade eben gesehen haben. Und zwar die Gäste der offiziellen Bierprobe. Diese fand bereits Ende Juli im Gasthof Schönblick statt. Oberbürgermeister Thomas Thumann, Festreferent Richard Graf und die Mitglieder des Festausschusses testeten dabei, ob das Festbier genügend Qualität hat, ausgeschenkt zu werden. Und das Urteil war ein deutliches Ja. Es hat 13,3% Stammwürze und einen Alkoholgehalt von 5,5%. Die drei Neumarkter Brauereien wechseln sich ja bei der Beschickung des Volksfestes im jährlichen Turnus ab. Heuer ist die Glosnerbräu an der Reihe. Es gibt allerdings nicht zu jeder Mass einen Schnaps, auch wenn das Unternehmen ein Schnapszahljubiläum feiert, und zwar das 444-jährige Bestehen. Der Preis für die Mass liegt übrigens bei 7,30 Euro. Und gleich nach einer kurzen Werbepause haben wir noch diese Themen für Sie. Was für ein Riesenrad! Wir zeigen Ihnen eine Festattraktion im Kleinen. Und Spaß und Sommerhitze, wie lässt sich das vereinbaren? Das und mehr sehen Sie gleich, also bleiben Sie dran! Ohne eine gute Baufinanzierung fehlt das wichtigste Fundament. Nutzen Sie dafür das Wissen unserer Experten, die schon über 7 Millionen Menschen in die eigenen vier Wände gebracht haben. Lassen Sie sich jetzt bei den Volks- und Raiffeisenbanken und den Heimatexperten von Schwäbisch Hall zu Ihrer Baufinanzierung beraten. Willkommen in der Erlebniswelt Velburg. Entdecken Sie die König-Otto-Tropfsteinhöhle, eine der größten Schauhöhlen Deutschlands. Der angeschlossene Kletterwald bietet Nervenkitzel für die ganze Familie. Wecken Sie den Abenteurer in sich bei einer Quad-Tour oder im neuen Walderlebnispfad. Auch unsere historische Altstadt freut sich auf Ihren Besuch. Die Erlebniswelt Velburg an der A3,
Ausfahrt Velburg. Die BGN Gleichach mit ihren 60 qualifizierten und freundlichen Mitarbeitern verfügt über umfangreiches Know-how und erarbeitet selbst für komplizierte Sachverhalte mit Ihnen zusammen eine passende Lösung. Ob Haustür, Garagentor, Sonnenschutz, wir haben für jeden Bedarf das passende Produkt. Hier findet jeder sein passendes Profi-Werkzeug in unserem riesigen Sortiment. Kommen Sie zur BGN Gleichach, Ihrer Handwerkstatt und Bäderseenplanen-Kaufen-Ausstellung in Neumarkt. Seit über 60 Jahren am Neumarkter Volksfest. Bei Haxen Liebermann gibt's saftige Hindel, knusprige Haxen, herzhaft belegte Semmeln und viele weitere Gaumenfreuden. Haxen Liebermann, besuchen Sie uns an den Jurahallen. Auf zum Neumarkter Jura-Volksfest vom 10. bis 20. August mit großem Festzug am Volksfestsonntag. Bunten Nachmittagen für Familien und Senioren. Sportlichen Höhepunkten mit Fußball und Ringen, der traditionellen Pferde- und Fohlenschau und stimmungsvoller Unterhaltung in den Jurahallen und auf dem Festplatz. Neumarkter Jura-Volksfest, da muss man hin. Wir bieten Lebensqualität, nicht nur beim Jura-Volksfest. Viel Spaß wünschen Ihre Stadtwerke Neumarkt. Hätte ich nicht so spät noch eine offene Tankstelle gefunden, wäre ich nicht mehr zum Festival gefahren. Hätte die Band verpasst, den Regen verpasst. Dann hätte ich dich verpasst. Die das örtliche App jetzt runterladen. Ohne Öl fehlt dir was. Wem gehören die Straßen von Neumarkt? Na, Ihnen! Bei Monopoly Neumarkt. Ab Herbst erscheint der Spieleklassiker in der offiziellen Städteedition. Sichern Sie sich schon jetzt ein Exemplar der limitierten Auflage. Gutscheine gibt's im Wochenblatt-Ticketshop am oberen Markt. Während der Busfahrt darf man nicht mit dem Fahrer sprechen, aber dafür mit allen anderen. Neumarkt TV präsentiert Nächster Halt, der Talk in den Neumarkter Stadtbussen. Sie kennen Menschen aus der Region mit außergewöhnlichen Berufen, interessanten Hobbys oder Vereinen? Dann schreiben Sie uns und wir laden Sie ein zu einer Unterhaltung zwischen den Haltestellen. Das Glück ist eine komische Sache. Oft haben wir es, doch wir bemerken es nicht mehr. Bildung, ein Bett und ein Zuhause sind für uns ganz selbstverständlich. Auch ich hatte viel Glück. Etwas davon möchte ich jetzt weitergeben mit einer Planpatenschaft. Helfen auch Sie einem Mädchen, werden Sie Planpate. www.plan.de. Willkommen zurück. Arbeiten unter sengender Hitze. Das gehört nicht nur zum Job vieler Handwerker am Bau, sondern auch zum Leben der Schausteller. Bereits vergangene Woche haben hier viele auf dem Festplatz die ersten Attraktionen aufgebaut und der ständige Begleiter war die Sonne. Alles Gute kommt bekanntlich von oben. Die Macher des Jura-Volksfestes würden sagen, es kann auch zu viel des Guten von oben kommen. Zum Beispiel zu viel Sonne. Diese machte noch zu Beginn der Woche einen Großteil der Aufbauarbeiten zu einem schweißtreibenden Job. Die extremen heißen Temperaturen machen natürlich allen zu schaffen, sowohl hier im Schaustellerbereich, die ja vorwiegend im Freien arbeiten, als auch beim Aufbau des Festwirts oder des Bauhofs. Es ist natürlich anstrengender, keine Frage. Man muss allerdings dazu sagen, strömender Regen beim Festaufbau würde den Machern auch kräftig auf den Geist in der Geisterbahn gehen, würde die wilde Maus noch wilder machen und würde dem Bier die Schaumkrone aufsetzen. Irgendwo zwischendrin gibt es das optimale Wetter für die Vorbereitungen und vor allem für das Fest selbst. So 21, 22, 23 Grad, trocken, nicht zu sonnig, aber dann eben den ganzen Tag über schön warm, auch bis in die Nacht, Abendstunden hinein. Das wäre ideal, dann hätten wir tagsüber auch natürlich Besuch bei den Schaugeschäften und im Bewirtungsbereich. Und die Leute könnten auch frühzeitig kommen, um Brotzeit zu machen und auch da bleiben. Gleich am ersten Wochenende steht mit dem Volksfestzug am Sonntag ein echter Höhepunkt auf dem Programm. Weitere folgen in der Woche darauf. Eine wichtige Änderung gibt es beim Seniorennachmittag. Aufgrund der neuen Datenschutzverordnung darf die Stadt Neumarkt nicht, wie bisher, die Neumarkter über 75 Jahren per Brief zu Hähnchen und Bier einladen. Dennoch findet die Aktion statt. Die Senioren müssen aber am Eingang mit einem Personalausweis ihr Alter bestätigen. So,
So, und jetzt zeigen wir Ihnen eine Volksfestattraktion, die nicht unter knallender Sonne auf dem Festplatz aufgebaut wurde, sondern im heimischen Schlafzimmer. Der Neumarkter Herbert Meyer hat aus rund 2100 Legosteinen eine Miniaturversion des Riesenrads konstruiert. Momentan steht das Modell in einem Schaufenster in der Rathauspassage und setzt sich alle halbe Stunde in Bewegung. In dem Mini-Riesenrad sind übrigens Steine aus Lego-Bausätzen verbaut, die noch aus den 80er Jahren stammen. Garantiert nicht aus Plastik ist unser Blumenstrauß der Woche. Und der geht jetzt wieder an eine gute Seele hier im Landkreis. Nun blüht er wieder, der Blumenstrauß der Woche. Präsentiert von Bauers Blumen, Garten und mehr. Eva-Straße 6 in Neumarkt. Hallo zu einem neuen Blumenstrauß der Woche. Die Frau Herrler hat sich bei uns gemeldet und wir wollen heute jemanden überraschen. An wen geht der Blumenstrauß? Der Blumenstrauß geht heute an die Schwester Bonifatia. Das ist die Oberin hier vom Altenheim und auch von der Gemeinschaft St. Alfons. Und wir wollen einfach Danke sagen für all das, was sie für uns tut. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Wir sind von Neumarkt TV und Sie bekommen heute von uns den Blumenstrauß der Woche. Herzlichen Glückwunsch. Ja, was ist das? Wir wollen einfach mal Danke sagen für alles, was Sie tun für die Schwestern. Sie sind Tag und Nacht im Einsatz. Jederzeit der Ansprechpartner für alles und für die Sorgen und für die Nöte von uns allen. Und wir sind froh, dass wir Sie haben und schön, dass es Sie gibt. Ja, ich bin auch froh, dass ich euch habe. Was täte ich allein, oder? Was täte ich allein ohne euch? Schwester Bonifatia fährt ihre Schwestern persönlich zum Arzt, in die Kliniken, holt sie und das wirklich über weite Strecken. Regensburg, Nürnberg, Schwandorf, also wo sie nicht überall bayernweit, kann man sagen, unterwegs ist und wirklich zu jeder möglichen und unmöglichen Tages- und Nachtzeit, wenn jemand was braucht, ist die Schwester Bonifatia. Das ist doch ganz normal. Das ist doch ganz normal, oder? Naja, ganz normal ist es nicht. Das heißt, man darf das schon einmal ein bisschen hervorheben. Aber dafür ist der Blumenstrauß gar nicht schlecht. Der sagt auch nicht viel, sondern der zeigt Ihnen nur Danke. Der Blumenstrauß der Woche wurde Ihnen präsentiert von Bauers Blumen, Garten und mehr. Eva-Straße 6 in Neumarkt. Und ob wir in den nächsten Tagen in Dirndl und Lederhosen auf dem Festplatz schwitzen müssen, das verraten wir Ihnen jetzt in unseren Aussichten. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Bauzentrum Klebel, dem Profi, vom Keller bis zum Dach. Nach den letzten sehr heißen Wochen dürften sich viele auf das Wochenende freuen. Die Temperaturen sinken dann merklich unter die 30-Grad-Marke. Es bleibt aber weitestgehend trocken. Am Samstag scheint den ganzen Tag die Sonne bei angenehmen 24 Grad. Doch bereits am Sonntag steigen die Werte wieder und es wird leicht bewölkt. Der Montag verspricht Temperaturen von bis zu 28 Grad. Die Abende werden jedoch kühler, aber nicht so kühl, dass man am Volksfest gleich frieren müsste. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert vom Bauzentrum Klebel in Neumarkt. Und das war sie schon wieder, unsere erste Sondersendung vom Neumarkter Jura-Volksfest 2018. Nächste Woche geht's weiter, also schalten Sie unbedingt wieder ein, sonst verpassen Sie noch was. Bis dahin, machen Sie's gut! Die Sondersendung vom Jura-Volksfest präsentierte Ihnen das Neumarkter Wochenblatt. Nur wir sind von hier.